das sind Ego und Alter, JDs Rap-Blog. Ihr seht wunderschöne Menschen, die rappen können. Ja. Stellt euch doch erstmal vor für die Leute, die euch noch nicht kennen. Ich bin Skibo, einer der Rapper von Ego und Alter. Und ich kann flowen. Ich bin Chrysoflex, auch einer von den Rappern von Ego und Alter. Und ich mache Rap. Und ich bin Bob, ich mache Beats. Macht er wirklich. In Testa Rossa Miete zahle ich nur. Für die Leute, die uns noch nicht kennen, das dürften ja nicht allzu viele sein. Wir sind drei sympathische junge Herren aus Rheinland-Pfalz und sind seit kurzem hier als Ego und Alter unterwegs, vorher als Solokünstler und bringen jetzt demnächst unsere EP Hobby Rap raus. Chrizo, dich kennt man eventuell von Veröffentlichungen über Springstoff. Bist du da noch dabei, beziehungsweise stand eine langfristige Zusammenarbeit nie im Raum? Habt ihr aber gut recherchiert, ja. Springstoff ist schon eine ganze Weile her. Ich war von 2001 bis 2005 bei Springstoff in Berlin, hab da zwei Soloalben drüber rausgebracht, damals noch Mad Max und Sick und Suki hauptsächlich, das waren so die Leute. Ich bin nicht mehr bei Springstoff, das hat sich einfach alles ein bisschen auseinandergelebt, weil ich auch nicht die ganze Zeit in Berlin sein konnte oder wollte oder durfte, je nachdem. Hab jetzt auch keinen Kontakt mehr mit denen, weiß auch gar nicht genau, was die gerade alle so machen. Suki ist wohl noch ganz gut dabei, aber ich bin nicht mehr bei Springstoff. Sibo, du hast im März 2013 deine Solo-EP Archipel veröffentlicht. Wie war die Resonanz darauf und wie würdest du diese EP beschreiben? Resonanz eigentlich nicht wirklich vorhanden, bis auf einen kleinen privaten Kreis und ein paar Leute, die es in Trier gehört haben. Beschreiben würde ich die EP als alles, was ich nicht bei Ego und Alter mache, also ernsterer, privaterer, persönlicherer Rap, was Mädchenhafter ist halt, ne? Das ist jetzt die Frage, die wir überspringen. Ich frag dich trotzdem mal, genau. Was machst du denn so hier, Elektro oder was? Erzähl doch mal was, gib mir mal das Mikrofon. Ursprünglich eigentlich so die Filmmusik eigentlich so mit Hans Zimmer zusammen, und, aber das, was ich für die beiden mache, ist Abfallprodukt und das schmeiß ich einfach so raus. So. Im Prinzip mache ich dann halt Beats. Und wir stürzen uns auf die Knochen, die da hingeworfen werden. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Wenn man eure Geschichte anguckt, könnte man meinen, ihr seid drei völlig verschiedene Charaktere. Ist das so, wirklich? Gemeinsamkeiten, wir waren halt früher mal zusammen beim Breakdance-Training. Nee, Gemeinsamkeiten sind eigentlich einfach nur, dass wir gerne zusammen abhängen und eigentlich den ganzen Tag Scheiße labern. Und zwei von uns zufällig halt einigermaßen gut rappen können und wir dann gesagt haben, ey komm, wir machen mal eine EP zusammen. Kennengelernt, also den Skibo kenne ich eigentlich vom Studieren her, hatten eigentlich gar nichts mit Musik gemeinsam zu tun, und den Bob, den kenne ich schon eigentlich seit meinem Kindergarten, seit der Kindergartenzeit, hatte damals schon ein Studio, wo ich recorded habe, und wir haben uns einfach zusammen eingeschlossen und haben gesagt, wir machen jetzt Musik. Duckface-Selfies, genau. Der EP-Titel lässt ja einige Fragen offen. Zunächst, was macht ihr neben der Musik? Was machst du denn so neben der Musik, Skibo? Papierkram ausfüllen und das Internet beschmutzen mit meiner Präsenz. Ja, momentan nicht viel, außer auf das nächste Studium warten, damit ich wieder nicht arbeiten muss. Ich habe ganz klassisch Frau und Kind, kein Witz. Hab einen 40-Stunden-Bürojob und Hobby-Rap ist halt, wie gesagt, wenn man halt zwischendurch mal Zeit hat, ein bisschen Musik zu machen oder mal am Wochenende, dann macht man ein bisschen Rap, aber ist jetzt nichts, was mein Leben ausfüllt. Und was machst du so außer Beats? Beats, Hartz IV und Haftbefehl. Glaubt ihr, dass es heutzutage wichtig ist, alles auf eine Karte zu setzen, um im Musikgeschäft etwas zu erreichen? Nein. Rappen ist leicht. Deswegen muss man nichts auf eine Karte setzen. Kannst du oder du kannst es nicht. Das ist ja voll auf den Punkt gebracht und gesellschaftskritisch. Ich denke einfach, dass man vor allem nicht alles auf Rap setzen sollte. Dass einfach nur auf Zufall ist, ob man da jetzt was erreichen kann oder nicht. Klar, man steckt Arbeit rein, aber erfolgreich werden und das wirklich als Standbein nehmen können, ist halt eine Sache, die auch stark umstands- und glücksabhängig ist, deswegen niemals alles auf Rap setzen. Wie lange habt ihr an der EP gearbeitet? Skibo und ich, wir waren irgendwie so sauftourismusmäßig in Prag und haben die ganze Zeit irgendwelche komische Musik gehört und haben einfach angefangen, irgendwelche komischen Zweizeiler ins Handy zu tippen und fanden uns ultra lustig und haben dann danach gesagt, wir setzen uns jetzt mal einen halben Tag hin und nehmen den ganzen Scheiß einfach mal auf, und damit war unsere Arbeit beendet, und der Bob hat halt wirklich, glaube ich, drei Monate lang wirklich die ganze Scheiße an der Backe gehabt und musste mischen und mastern und remixen und was weiß ich alles.
Ja, also der hat schon ganz schön viel Arbeit, wir nicht so. Er macht ja Beats, aber er produziert das alles aus und so weiter. Und er hat tatsächlich Arbeit, die sich auf 2-3 Monate summieren dürfte, aber er kann das auch ausführen. 4 Monate. Und wie sieht das Ganze aus, wenn ihr an einer gemeinsamen EP sitzt? Feilt ihr dann beispielsweise zusammen an den Texten und produziert die Beats gemeinsam? Nee, also es ist halt wirklich so, dass jeder für sich so seine Sachen schreibt und wir schicken das dann immer hin und her. Und sagen uns dann auch gegenseitig, wenn eine Line geil ist oder wenn eine Line scheiße ist. Und wenn sie scheiße ist, fliegt sie raus. Und wenn sie geil ist, dann wird die auch verwurstet irgendwann. Die Beats machen wir nicht selber, sondern das macht alles der Bob. So ist das eigentlich auch außerdem. Jetzt ist es so, wenn man eine Line hört auf der EP, ist, wenn ich die rappe, ist die nicht zwangsweise von mir geschrieben. Es kann auch mal eine Line von ihm sein. Wenn wir da Wechsel einbauen für die Dynamik, dann bestehen wir nicht drauf, dass wir unsere eigenen Zeilen rappen. Dann sagen wir, die klingt's gut und dann ja, läuft das. Dann wird das einfach aufgenommen. Wir haben da auch kein Problem mit zu sagen, jeder muss jetzt unbedingt irgendwie seine eigenen Texte rappen, sondern wir machen das wirklich so, dass wenn es halt jetzt besser passt, dass ich seinen Part rappe, dann rappe ich seinen Part. Geschrieben haben wir es zusammen, beziehungsweise jeder für sich und wir packen das alles in eine Strophe, in einen Part. Und wer es dann im Endeffekt rappt, entscheidet sich dann meistens auch spontan. Gab es Meinungsverschiedenheiten? Was sind deine Meinung dazu? Meinungsverschiedenheiten gab es bei der Musik an sich eigentlich nicht. Wir haben gleich gewusst, dass das geiler Scheiß ist. Meinungsverschiedenheiten gab es dann irgendwie bei so Sachen wie Video oder was machen wir mit Grafik, was machen wir mit Fotos, wie machen wir unsere Facebook-Seite. Da gab es Meinungsverschiedenheiten, die wir dann meistens mit körperlicher Gewalt geregelt haben und somit auch alles im Griff ist. Features und Produzenten auf der Platte. Produzenten nein, alles vom Bob. Als Feature haben wir auf einem Track den Ratskrone-Prinz aus Freiburg. Können vielleicht manche kennen aus dem Weiße Scheiße-Umfeld, JAW und so weiter, da hat er schon ein bisschen was gemacht. Der ist auf einem Song mit dabei, ist aber auch der Einzige, alles andere kommt von uns. Die ersten Veröffentlichungen lassen auf eine typische Hip-Hop-Veröffentlichung schließen. Ist das der Sound, den ihr favorisiert oder gibt es außer Battle-Rap, Ansagen und Representern noch Überraschungen? Ja, gibt es außer den genannten Sachen irgendwas im Rap? Ich weiß nicht. Nee, das ist schon diese Ego- und Alter-Schiene ist, dass wir einfach unseren Humor und Punchlines packen und das dann auf coole Beats flowen. Ja gut, es gibt einen Track, der ist ein bisschen anders als die restlichen Tracks auf der Platte und Ego und Alter kann halt machen, was es will oder Ego und Alter können machen, was sie wollen und wir wissen noch nicht, wie das in Zukunft laufen wird auf dem Album oder so. Ist alles möglich, aber die Platte ist ziemlich straight Punchline-mäßig aufgebaut. Was erhofft ihr euch mit diesem Release zu erreichen? Mehr Facebook-Likes. Wir rappen eigentlich nur für Facebook-Likes. Wir sind auch zu faul, irgendwie jetzt auf Jams zu gehen und so, weil bei uns in der Nähe gibt es da eigentlich nichts. Wir wohnen irgendwie alle recht am Arsch der Welt. Und es ist voll anstrengend, immer nach Berlin zu fahren und so. Deswegen, wir sind eigentlich reine Internet-Rapper. Ja, was erwarten wir uns? Wir erwarten uns natürlich ein bisschen Resonanz, dass ein paar Leute, die uns noch nicht kennen, sagen, ey, geiler Scheiß, kann ich mir mal anhören. Und ja, vielleicht auch die ein oder andere Zusammenarbeit mit ein paar Acts, die wir selber feiern. Ja, aber ansonsten haben wir jetzt keine riesen Erwartungen. Also Geld verdienen mit Rap und so ist eh schwierig, von daher ja, keine allzu großen Erwartungen, aber wir freuen uns über jeden, der es feiert. Wie ernst seht ihr Dinge, die rund um Rap geschehen? Beef, steigende Verkaufszahlen, hohe Charteinstiege etc. Auch schon wieder geil, ne? Ja, Beef ist natürlich in Deutschland ganz gefährlich immer. Da wird einer bei Twitter gedisst und dann wird erstmal bei Instagram zurückgedisst und ein böses Foto gepostet von irgendeinem iPhone-Screenshot und so. Ist schon ganz schön gefährlich, also ich bin froh, dass ich da noch nicht irgendwie Berührungspunkte hatte mit irgendwelchen Leuten, die Beef wollen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Charteinstiege, ja, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr so schwierig, in die Charts zu kommen, wenn man da genügend Labelpower dahinter hat. Wo seht ihr die Gründe, dass es noch niemand aus Rheinland-Pfalz zu höherem Ansehen in der deutschen Rap-Landschaft geschafft hat? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, aus Mainz gibt es Separate, den kennt man dann ja doch irgendwo. Und ich glaube, Kollega ist ja ursprünglich aus Simmern, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja auch wieder Rheinland-Pfalz. Ich denke auch, vielleicht gibt es auch mehr gute Leute aus Rheinland-Pfalz. Vielleicht promoten die einfach nicht so Rheinland-Pfalz. Vielleicht sehen die das nicht so als promotenswert. Deswegen kann ich da selbst nicht so viel zu sagen. Ist Ego und Alter auf eine längerfristige Basis angelegt und seid ihr schon am nächsten Projekt? Boah. Wir haben nicht vor, uns in nächster Zeit aufzulösen, würde ich sagen, und wollen noch ein bisschen Kram machen. Also ich denke, man wird Ego und Alter noch eine Weile auf dem Schirm haben können, wenn man es verfolgen will. Wunschfeatures. Welche Musik hört ihr privat und Empfehlungen? Ja, Wunschfeature, da gibt's eindeutig auch nur einen einzigen, der da in Frage kommt. Karate Andy. Das wäre so das Traumfeature für uns. Also wenn du das siehst. Wir würden uns auch
Judo Peter und Taekwondo Kalle nennen, wenn du ein Feature mit uns machst. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ja, wir wollen noch was loswerden. Und zwar, wir würden uns freuen, wenn ihr Ende August in unsere EP mal reinhört, euch das ganze Ding kostenlos downloadet, exklusiv bei JD's Rapblog. Und ja, ansonsten immer schön Facebook-Likes, Ego und Alter schön im Auge behalten, da geht noch was. Peace und keep it real und vier Elemente und so. Ich mache auch nächstes Mal die Beats.